Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster und herzlich willkommen im Wilden Westen, zumindest dem Anfang, den es davon schon gibt, denn wir haben in der letzten Folge angefangen, hier unser nächstes Thema aufzubauen. Ja, die Pirateninsel ist fertig, und jetzt geht es weiter mit dem Wilden Westen. Und wir werden sehen, was wir daraus so zaubern können. Und dann kam jetzt ein Kommentar. Und zwar bei dem Wilden Westen Eingang gibt es links noch einen kleinen Eingang. Tada! Vielleicht können wir damit was machen. Und die Idee finde ich gar nicht so schlecht, ja. Wir hatten ja letzte Woche schon mal angerissen, dass wir eventuell eine Achterbahn bauen mit einem Minenzug, ja. Das wäre... Nee, das ist falsch. Hier sind Achterbahnen. Ein bisschen größer machen hier, so. Hier haben wir einen schwingenden Minenzug und da könnten wir, denke ich mal, für den Wilden Westen was Gutes machen. Und da trifft es sich doch ganz gut, dass wir hier einen Eingang haben, ne? Was auch immer. Da können wir mal gucken, ob wir den dafür benutzen können, dass wir, weiß ich nicht, hier vielleicht so einen Weg hermachen mit einem Aufstieg, dass man hier hochgehen muss, um dann hier oben irgendwie in die Bahn reinzusteigen oder so, ja. Irgendwas in der Art, da können wir uns jetzt mal austoben. Wir haben aber vorneweg noch ein paar Herausforderungen, und zwar Achterbahn-Herausforderungen. Bau eine Achterbahn mit einem tiefsten Fall von mindestens 40 Metern, jawohl. Dann haben wir Taschendieb-Stahlrate-Herausforderungen. Halte die Anzahl der Taschen der Diebstahlopfer 3 Monate lang unter 5,0%. Haben wir geschafft anscheinend. Wir bekommen dafür 1.100 Dollar. Vielen Dank. Und dann haben wir noch die Gewinnherausforderung. Erreiche einen monatlichen Gewinn von 500 Dollar aus Läden und Servicegebäuden. Haben wir auch noch nicht. Das heißt, wir werden demnächst noch ein bisschen mehr Kohle dabei kriegen. Aber jetzt schauen wir mal kurz. Mir fällt nämlich ein, die Forschung. Da habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Aber sie läuft noch. Wir haben, so wie es aussieht, ein Schienenfahrgeschäft. Normales Fahrgeschäft und irgendein Geschenkeding, keine Ahnung. Mal gucken. Wir bauen jetzt erstmal ein bisschen weiter hier und schauen mal, ob wir hier, ob wir irgendwie aus dem Eingang was zaubern können. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Also wir müssen definitiv... Jetzt die Frage, wollen wir hier schon einen Eingang für die Achterbahn machen oder wollen wir erst noch einen Weg normalen machen? Warte mal, ich gucke mal, ob ich das da irgendwie reingefummelt bekomme. Wir schauen mal, was wir da so hinkriegen. Warte mal, Wege. So, Wege, Warteschlangen. Dann würde ich sagen, nehmen wir eine Holzwarteschlange. Okay, das ist doof. Warte mal, das muss ich nochmal zurück machen. Wir machen das Ding ein bisschen größer. Ich kann das nicht frei setzen. Das ist ein bisschen. Warte mal, ich glaube, ich muss den normalen Weg noch verlängern. So ungefähr. Eigentlich ist das, glaube ich, am sinnvollsten, oder? Dass ich hier so durchgehe. Hier ist ja quasi zu, ne? Da geht es ja gar nicht weiter. Das heißt, hier hinten können die eh nicht herwandern. Und dann können die jetzt hier durchgehen. Dann könnten wir hier... Ne, warte mal, ich mache das nochmal zurück. So. Das auch nochmal zurück. Und dann nehmen wir eine Warteschlange. Ah, die können wir nicht gut setzen. Das ist ein bisschen kacke. Wenn ich jetzt so mache... Das ist aber echt blöd. Ah, das ist schon besser. Länge. Ah, okay. Ja. Länge 1 Meter. Winkelausrichtung machen wir mal aus. Dann können wir uns nämlich komplett aussuchen, wo wir hingehen. Dann machen wir nochmal zurück. Dann können wir nämlich auch so machen. Ja, das sieht gut aus. Wir können ja auch noch ein bisschen was mit den Steinen basteln, dass wir das noch zukriegen oder so. Warte mal. Wo bauen wir denn
das Teil hin? Das müssen wir ja auf jeden Fall irgendwo hinsetzen. Jetzt ist es die Frage. Also wir können das definitiv noch einbauen. Das ist kein Problem. Dann können wir noch irgendwas drumrum zimmern, damit das ordentlich versteckt ist. So, die Frage, wenn wir das jetzt hier hinmachen, ne? So. Ja, die Achterbahn bauen wir nachher. Erstmal müssen wir hier den anderen Kram hinbekommen. Warum kann ich denn keinen Eingang setzen und nix? Warte mal, ich mach mal fertig. Ah ja, jetzt. So, den Eingang machen wir hier hin. Den Ausgang machen wir hier hin. So, und dann müssen wir den Eingang bauen. Also ich würde tatsächlich gerne irgendwie das Ganze so einbauen, dass man komplett im Tunnel laufen muss. Ja, dass wir hier einen kompletten Tunnel irgendwie durchzwiebeln mit Treppen und so weiter. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, ich versuche mal. So, machen wir Winkelausrichtung an, 90 Grad. Jetzt weiß ich nicht mal, wo ging es nochmal nach unten. Verdammt. Bin ich jetzt bescheuert? Jetzt tippe ich hier alle Tasten. Ah ja, so. Ja, genau. Haha. So, Treppe runter. So, das ist gut. Das können wir machen. Könnten wir eventuell sogar hier... einen VIP-Eingang dran tüdeln. Wo haben wir denn das? Ausgang, bla bla. Premium-Pass aktivieren. So. Eingang. Ausgang. Dieser Warteschlangenentwurf ist ungültig. Ja, toll. Dann so. Gut. Also wir haben auf jeden Fall schon mal den Eingang. Den Ausgang, den würde ich gleich oben drüber führen. Und den können wir ja irgendwie nach hier hin zurückbringen. Wir schauen mal, was wir da jetzt so mit den Steinen basteln können. Das sind ja auch alles einzelne Steine. So, was ist das hier? Warte mal, wie ging das denn nochmal? So. Ja, ja, okay. Wie heißt denn das Ding? Das ist Gebäude 8, ja. Toll. Kann ich denn das einfach Kopie, Paste? Jawohl. Drehen. So. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, wunderbar.
Das können wir jetzt weiter so machen. Ich muss mal die Kamera ausmachen, dann kann ich die frei bewegen. Das ist besser. Ja, jetzt müssen wir uns aber die Dinger immer kopieren, oder? Gut, ist ja eigentlich auch... auch nicht so dramatisch. Aber wenn man einmal so ein bisschen raus hat, wie es geht, ne, dann ist es auf jeden Fall okay. So, dann muss ich aber mal gucken. Ah, so geht runter, sehr gut. So. Dann haben wir das. Können wir uns das direkt nochmal hier rüberziehen. So. Huch. Achso, was ich noch sagen wollte. Ja, die Folge heute, die kam leider ein bisschen später, weil ich es einfach nicht geschafft habe aufzunehmen. Ist ein bisschen was dazwischen gekommen und ja, deswegen ein paar Stündchen später wie gewohnt. Aber ich denke mal, es gibt Schlimmeres. So... Ich weiß auch noch nicht, wann circa, wann wird die Folge kommen? Ja, so 15 Uhr ungefähr, würde ich sagen. Ne, 18 Uhr. 18 Uhr. Wenn, dann 18 Uhr. So, gucken wir mal. Huch, ne, das wollte ich nicht. Verdammt. Passt denn die Höhe noch? Ja, ne? Das passt noch wunderbar. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen gefummel, aber am Ende wird es geil aussehen, ja. Das ist einfach so. Am Ende wird es richtig schnieke sein. So. Muss auch nicht alles so gerade sein, ja. In so einem Minentunnel, da ist auch nicht immer alles perfekt. Und da noch einen hin, ja, ne? So. Dann hier. So. Dann hier. So. War es das? Nehmen wir aber noch. So. Machen wir hier. Den drehen wir aber noch so ein bisschen schräg. So. Kommt der hier hin? Und dann kommt der noch. So. Jetzt wird schon wieder dunkel hier. Ist ja irre. Gut, dann haben wir schon mal das Grundgerüst. Jetzt ist nur die Frage, hinten mit der Treppe, machen wir es da... Oder lassen wir da einfach die Leute im Freien stehen. Ja, mal gucken. Wir bauen jetzt erstmal das Ding zu hier. Dann schauen wir mal. So, was hat der denn hier noch genommen? Was ist das hier? Auch irgend so ein Objekt. Und das hier. Ach, das war das. Okay.
Also wir können das jetzt entweder alles mit Steinen zupflastern, ja, dass man von innen drinne quasi so wie hier, ich meine, reinschwimme, so blub, dass man so eine Steinwand quasi hat, ja. Ja, sieht schon cool aus. Ja, oder? Oder wir gucken mal, was wir sonst noch so finden. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch irgendwie ein paar coole Sachen so am Start haben. So, jetzt müssen wir die Grafiken laden hier. Das sind natürlich Millionen Sachen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und finden was Gutes. Was ist das denn hier? Eine Dampfschaufel. Irre. Wie sehen denn so Minen von innen aus? Das ist doch eigentlich nur. Warte mal. Wenn ich jetzt hier mit einem Terrain, wenn ich das jetzt hoch mache, wenn ich das jetzt hier hochziehe. Bringt mir nicht wirklich was, ne? Und ich kriege das jetzt wieder weg, so wie es vorher war. Ja, komm schon. Nee, okay, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen irgendwas basteln. Ich habe jetzt gedacht, man könnte vielleicht das Ding irgendwie in einem Tunnel vergraben oder so, aber ja. Dem war nicht so. Gucken wir mal weiter. Wie viele Steine sind das? Sind das die hier? Ja. Das sind die Steine auf jeden Fall. So, das wird natürlich dann echt fummelig, die alle auszurichten, ne? Okay. Gut, das würde theoretisch schon mal okay sein. Die Frage ist nur, wie sieht das Ding dann von innen aus, ne? Wenn wir das jetzt so zumachen würden. Würden. So, dann gucken wir mal. Geht, oder? Geht. Sieht natürlich dann von oben auch cool aus, ne? Aber ist auch arschvoll Arbeit. Naja, egal. Egal. Ich bin da noch nicht so überzeugt von, aber wir werden sehen. Na gut, so ein paar große, ne? Und das Ding ist geritzt, aber
Ja, wir können ja auch hier von innen drinne ruhig, ich sag mal so eine. So eine. Genau, so eine. So eine Lücke lassen quasi hier vorne. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht können wir da noch irgendwelche Effekte oder so reinmachen. So ein bisschen gruseliges Zeug oder so. So. Ab und zu mal den Stein drehen, dann sieht man es nicht, dass es immer derselbe ist. So, das sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Ich frage mich nur, ob die Leute hier durchgehen können, weil es sieht echt nicht so aus. Der muss weiter nach oben. So, das sollte gehen. Ja, sieht gut aus. Ja, bin noch nicht so überzeugt, aber das vielleicht kann man sich ja noch irgendwie was anderes. Gibt es noch irgendwie so Holzplanken oder sowas? Kann man nach Brett suchen oder so. Was ist das? Oh ja, das ist doch. Das ist doch wunderbar. Da kann man doch eigentlich fast so eine Wand mit dicht machen. Zumindest hier so eine Zwischenwand, oder? Ja, wunderbar. Sehr schön. Oh, diese Kamera macht mich irre. So, Copy. Und einfach mal noch nach oben gezogen. Zack. Copy. Nach da gezogen. Müssen wir die aber noch ein bisschen. Muss ja auch nicht gleichmäßig aussehen, ist ja egal. Das ist ein Minenschacht. Das ist allemal gut. Das ist doch fast cool, oder? Einfach mal zugemacht. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Das gefällt mir. Mal. Könnten wir ja auch theoretisch. Ja. Naja, geht, ne? Kann man machen. Gut, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dieser Folge. Wir haben schon mal ein bisschen was geschafft. Das wird natürlich jetzt noch ein bisschen gefummelt werden, aber am Ende wird es geil aussehen. Und dann werden wir, denke ich, mal in der nächsten Folge anfangen, unsere Minenachterbahn zu bauen und mal schauen. Vielleicht können wir ja auch irgendwie was mit so einem Tunnel machen. Mal schauen. Irgendwas werden wir da finden. Das wird auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, haut rein und tschüss.